Willkommen zu einer neuen Folge Diablo 3 mit Killer und mir. Ja. Und es geht direkt weiter. Ohne Witz hier, die kommen direkt angerannt, die Knilche. Boah, gerade eben Menü-Lag gehabt hier. Ja, ich auch. Fliegen. Der Kollege hat letztens zu mir gemeint, dass es immer so wäre, ob man aufnimmt oder nicht. Diablo laggt so die ersten paar Sekunden. Ja klar, also im Moment ist es ja sehr... Die Leute haben ja ewig drauf gewartet auf Diablo, das ist ja so ein Kult-Game, bisschen. Das spielen sogar die älteren Herren. Ich glaube Diablo 1, wie alt ist denn das? Eine Zillion Jahre alt. Ja, schon extrem alt und... Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Server extrem überlastet sind. Could be. Und trotz guter Vorbereitung... Ja, also, leckt trotzdem wahrscheinlich ein bisschen ab zu gewissen Stoßzeiten, vermutlich. Ja, von der Latenz, wo steht denn nochmal der Ping, Latenz, hier, ich habe jetzt Latenz 44 Millisekunden. Das ist ja schon... Ja klar, aber manchmal hat man so einen Mini-Eindruck, ja. den man in der Anzeige gar nicht wahrnimmt. Ja. Das sind dann eher die Sachen. Das ist ja immer nur für ein paar Millisekunden und dann geht's wieder total flüssig. Pam, 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 pam. Yeah, wie das Blut spritzt im Sand, so pff. Ah, das ist so geil, wow, Schweinepriester. Boah, deine Multi. Deine Ultra. Attack. Oh, hier kommt einiges angeflogen. Vorsicht, Kacker. Kacker. Oh. Diese behinderten Fliegen. Sind so blöd. Wir hassen sie. We hate them. Was müssen wir suchen? Findet den Knödeldödel. Findet Alkanus. Den gepeinigten Hodenmumsknecht. Oh, hier sind Aufseher. Schau, die Aufseher. Schau sie dir an, wie aufseherig sie sind. Sie sehen die Wüste aus. Es ist ja wichtig, dass man die Wüste bewacht. Ja. Das ist ein wichtiger Ort. Nicht, dass da jemand Sand verschüttet oder sowas. Hahaha. Guck mal hier, die Knilche. Ich guck mal, was ich jetzt gerade gefunden habe. 64 Brustschutzrüstung. Das brauche ich. Oh mein Gott. Oh. Hier, yeah, ich habe gerade sowas Ultra-Pultriges gefunden. Ich muss dir gleich mal vorlesen. Brauchst du vielleicht Armschienen mit plus 3 Vitalität und getötete Gegner gewähren 6 Erfahrung? 18 Rüstung. Ja, warum nicht? Also mein hat jetzt auch 18 Rüstung. Hier, bitte schön. Die Attribute sind ein bisschen schwächer. Ich hab jetzt nämlich gerade was gefunden mit plus 17 Vitalität. Alter, ich habe jetzt 1100 Leben. What? Crank, ich habe gerade mal 864. Aber hier droppt nie was Gutes. Ich weiß nicht, bei mir, alles was ich aufhebe, ist nicht so krass. 5% bessere Chance. Oh Gott, ich bin voll in... Vorsicht, lauf. Oh! Fliegende Kackviecher. Ich guck gerade in meinem Inventar rum und auf einmal... Kommen die fliegenden Schabracken angeflogen. Alter! Jetzt friert ihr mich auch noch hier. Die Fliege, die Mück. Ich hab voll daneben geballert gerade. Das ist eine Endboss-Mücke. Ja, Mein Gepäck ist voll. Ich glaube, ich muss mal eben in die City. Ich habe ein Drecksschild gelesen, das ist aber ein Dreieckschild. Wow, in die City. Ramadam, wow, Black Betty, Ramadam. Alter, was machst du? Meiner schreit gar nicht dabei. Ich brauche mehr Zeit. Da! Man lacht einfach nur. Chibab! Chibab Chichi! Chibab Chichi! Alles mal. Ah, das ist der Entzauberer. Dann entzauber ich erstmal. Der Entwizarder. Diesen Ring ziehe ich an. 32, auch nix. Soll ich dir eigentlich meinen ganzen Kram mal geben, meine Essenzen und so weiter? Brauchst du die überhaupt? Nicht eigentlich, nee, also wenn ich dir was hole, dann kannst du mir das geben. Okay, gut. Aber so ein Schnitt, gell? So, warte mal, was haben wir? 26, nicht. Nicht. Ich habe ganz feine Waren für Sie. Sie sind so fein. Fein wie ein Schwein. Können Sie sich gar nicht vorstellen, wie fein diese Waren sind.
So fein sie, sie rinnen mir durch die Hände, so fein sind die. Ich hole mir jetzt gleich noch ein bisschen Trank. Bisschen Tranks. Moment, da hat keine Tränke. Ich habe hier ein, das Schwarzsteinbuch, Seite 16 habe ich hier. Wo gibt's denn Tränke? Wer verkauft Tränke? Da müssen wir wieder runter in die City und dann da. Achso, war egal, ich habe noch 4 Stück. Oh, das nächste Mal dann. Warte, ich habe noch 14 und 11. Oh, ich habe nur 4. Dann gib mir von den 14 vielleicht noch 3. Ja, das sind schwache Halt. Ich kann dir aber auch die Superheiltränke geben mit 550. Den habe ich bei mir. Ich habe auch schwache Halttrank, das ist in Ordnung. Warte mal, wie geht denn das? Wie kann ich in die. Ah, so. Ich gebe dir jetzt einfach mal 6 Stück, diese starken Heiltränke. Oder Heiltränke, so, die machen 500 noch was. Oh, nice. Damit der Herbert versorgt ist, der. Okay. Können wir mal wieder zurück. Schauen wir mal, ob wir den Alkanus finden. Ich habe aber noch nicht repariert. Ich glaube, ich bin letztes Mal gestorben. Ich kann billig. Ach, stimmt, reparieren. Wie sieht das hier aus? Ja, ich musste jetzt für. Ich musste 100. Ach, jetzt habe ich schon die Zahl vergessen. 100 oder 208 hinlegen. Ich brauche mehr Disziplin. Obwohl, bei mir geht's. Ich brauche mehr Disziplin. Ich bin noch recht geheilt. Nur leicht angeschwächt. Okay. So 10% oder so fehlen, aber sonst ist. Ist relativ voll. Ja, was baut denn da schon wieder? Nicht genug Wut. Ich habe nicht genug Hasch. Nicht genug Blut. Straße nach Alkanus. Hört sich schon mal gut an, oder? Als ob wir auf dem richtigen Weg wären. Als ja. Es hört sich etwas richtig an. Ja, Wegpunkt. Oh yeah. Oh, hier ist irgendwas mit. Pass auf, ich lass mal abspielen. Mit einigem Zögern schreibe ich über die 7 Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel: Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel: Fisto, Baal. Diablo. Fisto, ich hab Fisto verstanden, anstatt Mephisto. Mephisto. Der Fisto. Der Fisto, der Kacker und der Scheiße. Das war der Kane, wir haben mal wieder was vom Kane gehört, obwohl er schon längst tot ist. Wie geht das? Zauberei? Nein. Kane will einfach nicht sterben. Kane er lebt in unserem Herzen immer weiter und labert uns weiterhin zu. Genau. Kane ist viel zu klug, um zu sterben. Er hat der Lea nur was vorgespielt, damit sie ihre Powerkräfte da erreicht. So, nee, oder? 1000 Mücken, ich gibt's doch gar nicht. Kackmücken. Oh, ein Foliant des Knödelfalken. Kann man damit etwas summonen? Oh, was ist denn das für ein Riesending? Hier. Fuck! Lauf, 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 Herbert! Voll das fette Schwein! Komm mal zu mir! Ich leg hier Minen hin. So arg haut der. Oh! Ich wollte gerade sagen, der haut gar nicht so arg rein! Scheiße! Hä, ich hab vor 5 Sekunden noch auf mein Live geguckt, da war es fast voll. Ja, der hat. Alter. Der hat ab und zu mal einen gewissen Abstand, hat er so einen Ludacris Fist. Ja, Ludacris! Oh, der da war's. Genau dieser Boba Fett. Problem ist, ich muss ja Nahkampf, ich habe ja keine andere Chance. Boah, der hat coolen Scheiß verloren. Das sehe ich direkt. Ich glaube, da ist der Alkanus, das war der Hauptwächter zum Alkanus. Was? Eingesperrte Gefangene retten. 8 Stück. Hier auf diesem blutigen Weg. Warte mal, ich hab hier irgendwas. Was ist denn das? Kann ich es anziehen oder das was? Das werde ich nicht benutzen. Ich hab irgend so ein Folian für einen Templer. Haarige Schabracken, Vorsicht. Was haben die denn für Tennisärmchen? Offensichtlich, dass die nicht nur Tennis spielen. Ah. Da sind sie schon. Die. Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen. Doch. Ich werde euch befreien. Doch. Ich bin gerettet.
Oh, oh, Vorsicht, der hat aber auch einen Schlag drauf hier. Der Sack. Schweinepriester. Ich bin gerettet. Vorne sind noch zwei Gefangene. Jetzt noch einer. Alter, was ist mit denen los? Hey, die sind gar nicht mal so schwach. Ah! Schnell weg, das sind zu viele. Lauf, lauf, lauf. Alter, was für ein Massaker. Schnell heilen. Alter, die schubsen einen voll weg. Sind die verreckt? Soll ich nicht rennen? Boah, was hab ich getan? Oh, Heiltrank, Heiltrank. Ich hab die Mine so dumm gesetzt. Ich brauche mehr Disziplin. Ich wurde geheilt. Schau mal, vielleicht liegt hier oben noch was für dich. Komm mal kurz mit. Ich habe einen Gefiste, der ist ziemlich weit weg hier. Hier liegt dir was noch für dich, hier unten. Ne, nur ein bisschen Gold. Na, guck mal, da hinten habe ich was gesehen. Ich glaube, was versteckt ist. Hier ist so ein kleiner... Ah ja, da ist der Keller zu. Ich habe hier was. Ich habe hier was. Guck mal, ein Gürtel plus 10 Stärke und plus 6% mehr Gold von Gegnern. Stärke ist nice, oder? Für dich? Wie viel Verkaufswert? 81. Ja, okay, der ist besser. Bitte schön. Ah, Moment mal, wie geht's jetzt? Ja. Ja, das war doch ein Gürtel, wo du mir zugeschmissen hast. Richtig, ja. Ah, hier 10% stärker ist das. Jetzt muss ich demnächst aber auch mal auf diese großen Tränke umsteigen. Dann gehen wir mal hier in den Keller, oder? Und gucken mal, was da abgeht. So, ich komme, ich habe noch den letzten gefistet. Oh je. Yeah. Dann gehen wir mal in dieses Kellerchen hier rein. Und ich habe mal wieder die Ding vergessen. Diese behinderte Stoppuhr, die ich da eigentlich immer anmachen will. Bei Minecraft hat es geklappt, aber hier geht's gar nicht. Also sind ja weitere Gefangene. Ach stimmt, einer fehlt da noch. Das heißt, den da hinten müssen wir eigentlich nicht mehr befreien. Ja, der kann sterben. Komm, den lassen wir jetzt drin. Wir sind böse Menschen. Ja, stirb. Viel Spaß, Alter, beim Verrotten. Ich besuche deine Frau später. Na was, ich lass ihn frei, den armen Mongo. Lass ihn frei, den armen Mann. Das war eine Frau. Ich besuche deinen Mann. Nicht genug Disziplin. Okay. Die an die Wand genagelt ist, die Frau. Voll assi. Ich will's aussehen, ich will's aussehen. Guck mal. Geil. Crank. Lass uns mal weiterlaufen. Die Quest ist jetzt beendet, ne? Hier oben war irgendwas Gelbes. Was müssen wir jetzt? Findet das versteckte Hexe in Alcarnus. Eingesperrter Gefangener. Den lasse ich jetzt drin. Das mache ich jetzt nicht mit. Ja. Gell? Der hat jetzt Geschiss. Der gute Wille war da, aber so viel muss ich jetzt auch nicht befreien. Ja, das langt jetzt aber. Haben die sie noch alle? Brauche Hilfe. Alle schon down. Die immer gilfen und schreien und rumquietschen. Ja, davon ist eh so ein Lebensbrunnen, ein Heilbrunnen. Da können wir uns noch ein bisschen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen geheilt. Ich hab den Gefangenen jetzt nochmal rausgelassen, er hat uns Geld dafür gegeben. Oh yeah, 1001 Trillionen. Was machen die denn da? Die beten gerade. Die befestigen den Boden ein bisschen mehr. Unterbrechen wir das Gebet mal. Genug gebetet, 20. Wow. Wenn wir loslegen, dann geht die Party aber auch ab hier. Ich mal die Blutleiche an. Ja. Die Hexe kann nicht weit sein. Oh, das ist sogar Einhand. 22,8 Schaden. Muss ich jetzt, glaube ich, mal meine Waffe wechseln.
Hier sind schon wieder so, hier ist so ein Keller wieder, in den wir rein können. Und hier machen irgendwelche wieder so ein Ritual. Oh yeah. Ich werde sofort auf Rituale zu machen. So, 17 bis 21 Schaden. 9 bis 21 Schaden. 1,4 pro Sekunde. 1,2 pro Sekunde. Ne, ich wechsle den nicht. Obwohl, das sind zwei Einhand. Ich glaube, ich wechsle jetzt auf 2 Einhand. Ich hab... Achso, okay. Lass mal hier reingehen in diesen... Oh, was ist hier los? Nichts. Oh! Fuck! Wie es einfach herhuscht. Die Seelen entweichen da immer. Was ist ein Folterpass? Rollt es über einen drüber, um zu foltern, oder wie? Ich rieche da Schweinepriester. Ich schmeiß immer meine Bomben nach vorne, dann BAM! Das war's jetzt schon, okay. Das war die geheimnisvolle Höhle. Ich dachte, da kriegt jetzt jemand raus und sagt wieder, ah, oh, ihr habt mich gerettet und lalala. Ja gut, die Quest ist ja noch nicht zu Ende. Wir müssen immer noch das dem Versteck finden. Den Versteck. Wie, der klatscht mich da. Er steht neben mir und schlägt auf mich ein. Das sind doch alle. Der Assi. Ja, tot. Nicht genug Disziplin. Nicht genug Disziplin. Mir mangelt es ordentlich an Disziplin. Ich brauche mehr Disziplin. Okay, hier oben ist irgendwas Geiles, Fettes, super duper Haariges. What's that? Ich habe eine Armbrust gefunden, die 24,2 Schaden macht und die ist 4 wert. Alter. Sie ist einfach nichts wert. Kommst du? Hier oben ist der Ingong. Ja, ich komme, ich bin unterwegs. Wir können jetzt direkt rein. Versteckte Hexe. Oh. Amen. Yeah. Boah. Die Leiter. Ach, die Leiter. Die Brücke. Fuck, wir kommen nie wieder zurück. Haben wir schon wieder so eine Zeit, die hier abläuft? Magda höchstpersönlich. Magda. Eure Illusionen können euch nicht mehr schützen. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. No. Bläht. Wie du dich vollgekotzt hast mit ihren Schmetterlingsflügelchen. Guck mal, wie schwach die ist. Oh, Immunität. Fuck. Oh, Schweinepriester. Ich glaube, diese Schmetterlinge, die sie da ab und zu ausspuckt, sind gar nicht so schwach. Geh da lieber mal nicht rein. Du schmeißt mit Äxten. Mal wieder immun, ja klar. Alle 2 Sekunden immun. Und das soll nicht gut sein. Oh ja. Ja, manchmal holen die echt aus zu einem ultimativen Powerfist. Jetzt schnell auf sie draufwisten, die Magda ist gerade ungeschützt. Ich hab's nochmal verlangsamt, vielleicht braucht es doch länger, um sich. Ja, oh Gott. Yeah. Ich hab meinen crazy Sprint angemacht. Was ich. Oh, so, das war dieser Mega-Fist. Ich hab jetzt Power-Warm gemacht. Oh, aber mir wollen sie immer ihren Power-Fist machen, aber nicht mit mir. Nein, da wird das Schwert auch so rot, oder ihre Axt, oder ihren Hammer, oder was da. Gleich ist sie wieder, Achtung, Schmetterlinge. Jetzt gleich dürfte sie wieder entimmunisiert sein, jetzt. Jetzt wird's down gehen. Ja, komm schon. Ja! Ah! Stufe 18. Oh. Volk Hexenkessel, Belohnung Bannerform. 765 Gold, 6600 EP und neues Wissen. Ich werde es abspielen, bis gleich. Als ich dem dunklen Zirkel beitrat, war er schwach und untätig.
Für die Anführer war es in Ordnung, nichts zu tun, während die Großen übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ zwar den Zirkel nach einigen Jahren, doch ich machte weiter und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. Okay. Ich habe hier ultimativen geilen Scheiß gefunden. Sie auch? Ich habe ein Taumeln als Sekundärfähigkeit. Gucken, was das so bringt, was es macht. Ich habe Schuhe gefunden mit plus 21 Vitalität, plus 20 Stärke, plus 11 Geschicklichkeit und irgendeinen Scheiß. Und ich habe einen Helm gefunden, plus 21 Vitalität mit 62 Rüstung und einem leeren Sockel, wo du was, wo du dann Edelsteine reinsockeln kannst, weißt du? Ah, okay. Nein, das, also das, gut. Das geht dann erst später. Das ist auch bei, gibt's auch bei WoW, ne? Also das kennst du. Ja, das kenne ich. Ich habe auch was mit 17 Vitalität, ein Schwert mit 20,2 Schaden pro Sekunde. Ich habe irgendwas gehabt des Bären. Wo ist denn das? Ja, weil es ist nämlich hier. Gesockelter Krieg. Also wenn du willst, kann ich dir den übelsten Helm da geben. Mit 62 Rüstung und plus 21 Vitalität. Warum nicht? Wenn du weil, den weil ich habe nämlich, ich habe eh einen gelben an und der bringt mir andere Vorteile, die ich gerne habe. Dann kannst du den übelsten Helm haben. Ich habe jetzt 1328 live. Ich bin voll, was schmeiß ich weg? Schmeiß irgendwas weg, was ich nehmen kann. Oh yeah, eine rissige Kötelklaue. Hast du eine Armbrust oder irgendwas, was ähnlich ist für mich? Ich guck mal jetzt mal alles ein bisschen durch. Was habe ich hier? Ein seltener Gürtel. Ist gelb. Sehe ich nichts. Wie kann ich den entseltenen? Rechtsklick. 10 Stärke. Ah ne, hier, das habe ich gerade an. Der hat, der hat ganz viele Attribute. 8 Stärke, 11 Geschicklichkeit, Nahkampfangreifer leiden 2 Schaden pro Treffer, Heilkugeln gewähren plus 36 Leben. Ist das was für dich? Geschicklichkeit, das, oder? Das wäre fett, ja. Ich habe einen ähnlichen, aber der ist nicht so geil wie der. Was habe ich hier noch? Habe ich noch was zu? War der jetzt aber nicht, oder? War das der? Nee. Wieso? Was habe ich dir zugeschmissen? Lies mal vor. Irgendwas mit plus 10 Stärke und 6% mehr Gold. Hä, warte mal. Ich glaube, ich habe dir den richtigen zugeschmissen. Lies mal vor, was der für Attribute hat. Also ich hab drei, das war ein Gürtel, ne? Ja. Und zwar 25 Rüstung, plus 10 Stärke und plus 6% mehr Gold von Gegnern. Hä? Nee, ich habe da auch vorhin was anderes vorgelesen. Ich habe noch einen. 2 Geschicklichkeit, getötete Gegner, 2 Erfahrung. Du hast irgendwas vorgelesen, wo am Schluss stand, Heilkugeln gewähren 36, plus 36 Leben. Ah, das war der hier. Oh yeah. Den hatte ich schon angezogen, deswegen hab ich den im Inventar gar nicht mehr gesehen. Boah, der ist fett, ja. Dankeschön. Jo. Nee, oder willst du den, oder brauchst du den? Nee, behalt den. Das ist Geschicklichkeit, das ist was für dich. Okay, nice. Lass mal in die City gehen jetzt zum Schluss noch, oder beziehungsweise vielleicht hier cutten, weil wir haben bestimmt schon 30 Minuten. Ja, genau. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Bis morgen dann, ciao.